Natürlich, mach die Tür auf! Nicht zu, mach sie auf! Verdammt, ich weiß jetzt echt nicht, woher ich gehen soll. Ich würde mich hier gerne irgendwo verstecken. Machen wir mal hier. Ja, das ist natürlich blöd, weil wir können jetzt da nicht nachgucken. Aber dann kann ich mich wenigstens gleich hier einmal kurz in Ruhe umschauen. Na, auf jeden Fall bei so Sachen wie auch Paranormal Activity, den ersten Film und so, ging mir der Arsch auf Grundeis. Ich frage mich gerade, ob der hier reinkommt. Ey, du Penner! Ich war erschrocken. Naja, auf jeden Fall bin ich heute ein bisschen anfälliger fürs Erschrecken als sonst immer. Bis jetzt. Boah, du Arsch! Entschuldigung. Der hat bestimmt gar keinen... Boah, wenn, der will ja die... Der will mir erzählen, dass die... Ach, die Füße. Er möchte mir ja eigentlich als nächstes die Hoden abschneiden. Und ich wette, seiner Haut nach zu urteilen, dass seine Hoden kleine Rosinchen sind. Und er deswegen neidisch auf andere Männer Hoden ist. Das ist die Theorie, die ich habe. Ist jetzt weg. Da hinten legt sich eine Hand. Okay. Dann wagen wir es mal. So, ich muss filmen. Und die Notizen schauen wir uns auf jeden Fall auch mal später an, sobald ich hier etwas Ruhe habe wieder. Nee, ihr armen Kerle ohne Augen. Eieieiei. Da ist wieder dieses blöde Charaktermodell, dieses unsympathische Charaktermodell. Ich bin hier auf der Suche nach einer Story. Ich muss das alles nachgucken. Und ich befürchte, der ist jetzt gleich wieder irgendwann mal hier. Dankeschön, du Arsch! Tut mir wirklich leid, dass ich mich jetzt die ganze Zeit hier verstecke, aber... Ich hänge gerade irgendwie. Ich weiß, ich brauche einen Schlüssel auf jeden Fall. Und der ist wahrscheinlich bei ihm. Obwohl, wir sind doch schon einmal Aufzug gefahren. Nee, der war ich gerade, Freundchen. Komm, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich, beruhig dich. Ist alles gut. Wir müssen uns gleich irgendwo mal die Hände waschen. Aber guck mal, es hat aufgehört zu bluten. Gerade wo das ist. Ja, das ist jetzt natürlich, ja. Beweg dich bitte nicht. Oh oh. Haben wir hier schon drin? Ah, okay, das war das. Bitte noch lauter. Hallo! Leute, ich muss das machen! Hallo! Keine Toilette. Okay, zur Not können wir uns hier dann auf jeden Fall verstecken. Kein Luftschacht. Was, das war's? Das ist natürlich doof. Herr Doktor? Ja, mir wurde ja gesagt, wir werden noch sehr viel Spaß mit dem Herr Doktor haben. Und den haben wir. Jetzt aber!
Jetzt aber, los! Okay, komm. Hier könnte auf jeden Fall noch etwas kommen. Wir kennen das ja von anderen Spielen. Und runter. Waren wir hier nicht schon? Oh, hier waren wir noch nicht. Warum nicht hier Blut? Oh. Ich schließe mich mal ein. Und lese diese Akte. Und diese Akte sagt uns Folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Von David Annapurna. Ich möchte nicht mehr im Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. Ich glaube, da sah es noch nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Zwei Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna, der höchstwahrscheinlich nicht mehr unter uns weilt. So. Dann gucken wir jetzt mal. Das sind die Dokumente. Das sind unsere Notizen. Okay, ich bin drin, hatten wir. Ich hätte mehr filmen sollen. Ich weiß, ich hätte mehr filmen sollen. Ich versuche mich wirklich dran zu halten. Jetzt der Priester, läuft die Aufnahme noch her. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt? Hat man der Priester, haben wir das irgendwie schon in Erfahrung gebracht? Ich wusste nicht, dass der Priester das war, der uns hierher gebracht hat. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Nekromantie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Rollrider. Das Wort Rollrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Project Rollrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Rollrider, als ob es eine physische Präsenz wäre, ein Geist oder ein Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Mhm. Wahrscheinlich im Mount von Mount Massive. Nein. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es nur eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ich würde zu gerne, und das wäre so ein geiles Feature vom Spiel, wenn man am Ende seine eigenen Aufnahmen nochmal angucken könnte. Das wäre echt cool. Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit Methode. Natürlich. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Es gibt Anweisungen. Das war's bis jetzt, so an Notizen. Boah, jetzt kommt gleich der Penner wieder. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Der nervt mich ja doch ein wenig. Hier ist alles leer. Wahrscheinlich ist das dann die Frauenstation gewesen. Ja, das Kreuz passt natürlich super. Hier können wir nicht rein. Vielleicht liegt hier noch irgendwo eine Batterie. So, dann schauen wir mal. Da ist die Freiheit da draußen. So, was könnte man machen? Was könnte man machen? Man könnte viel machen. Man könnte wirklich viel machen. Wir haben da vergitterte Fenster natürlich. Wir haben aber auch kaputte Wände. Ein bisschen Fantasie. Mit ein bisschen Fantasie könnte man auf jeden Fall hier rauskommen. Ne? Da, guck mal, das ist schon super bröselig. Wenn man will, kann man hier rauskommen. Zumindest erstmal die Scheiben einschlagen, irgendwie bla bla. Habe ich ja schon mal was zu gesagt. Aber ich glaube, ich finde hier keine Batterien. Das bedeutet, wenn ich jetzt keine Batterien finde, bald. Ah, ein Schlüssel. Das ist sehr schön.
Was passiert, wenn ich die Schüssel jetzt an mich nehme? Aber das kann ich alles gar nicht entziffern. So, wir nehmen den Schlüssel mal an uns. Wo denn? Ach, da. Leute! Ladies and Gentlemen! Wir haben den Aufzugsschlüssel. Hier. War ein Lüftungsschacht. Und hier ist eine Tür. Ah, du Penner! Du Verdammter! Ich sehe den Lüftungsschacht! Komm nun, komm nicht mehr hin! Ah, verdammt! Jetzt muss ich richtig krass überlegen. Ach, guck mal hier, guck mal her. Gut. Tür zu. Besser ist das auf jeden Fall. Okay. Und die Tür muss zu. 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 Boah. Ich muss hier gerade echt überlegen. Gehen wir mal. Nee, Quatsch, dann komme ich jetzt wieder dahin, oder? Nee, das ist falsch. Moment, ich weiß, wo ich hin muss. Warte, ich denke gerade. Hä? Hm? Ich bin ein wenig verwirrt gerade. Was auch. Oh, ein wunderschönes Bild. Da auch nicht. Da sowieso nicht. Okay, warte. Müssen jetzt nochmal hier zum Onkeldoktor. Der ist ja hier irgendwo. Wir gehen mal langsam. Der wird gleich um die Ecke kommen. Irgendwo, irgendwann. So, und du halt die Klappe. Ich warte dich, warte dich. Wird gleich wieder lustig. Wird gleich wieder lustig. Es ist nur, man muss ja gucken, wann man das spielt. Und im Moment spiele ich das wieder mit ein bisschen unter Zeitdruck, weil gleich wieder GTA aufgenommen wird. Ich muss echt sofort, wenn ich kann, um zu spielen. Nein, ich sollte mich nicht umgucken, aber ich kann einfach nicht anders. Ich kann nicht anders. Vor allem hier, dieses hier. Der hat es nicht mehr geschafft. Der Mann, der hat es nicht mehr geschafft. So, da waren wir auch schon. Ja, der Doktor, der kommt jetzt gleich wieder um die Ecke. Wir wissen es. So, wir haben da vorne das, ne? Boah, jetzt weiß ich gar nicht. Ne, hier kommen wir doch her. Boah, ich bin ein bisschen... So, ach, guck mal da. Fahrstuhl ist da. Okay, alles klar. Hört ihr das? Fahrstuhl ist da, okay. Oh, das wird ja immer lauter hier, das Geräusch. So, Fahrstuhl ist hier. Mal rein. Yay, fahren wir, oder? Oh. Oh nein! Muss ich... Wer sagt mir bitte, dass der Typ jetzt wirklich tot ist? Der ist doch auf keinen Fall tot. Komm, der Typ ist nicht tot. Ich bin noch nicht bekloppt. Der Typ ist nicht tot. Bin mir ja fast sicher. Unsere Notizen. Bitte was? Die Herstellung von Traeger Saft. Schritt 1 drücken. Ich drücke dem nirgendwo drauf. Vor allem, weil seine Texturen erst viel zu spät nachladen und das ist mir sowieso nicht geheuer.